Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video des Pokémon-Sammelkartenspiels online. So, was ist passiert in der letzten Woche? Wir wollten Schicksalsschmiede aufmachen. Wir waren bei 22 Booster-Packs. Es hat sich natürlich wieder ein bisschen was geändert, wie ihr hier seht. Und wir machen heute ein komplettes Display auf. Schicksalsschmiede. Ein ganzes Display, 36 Booster. Was wollen wir daraus ziehen? Naja, Simsala wäre nicht verkehrt. Simsala EX und Mega Simsala EX. Aber zuerst die Raritätentruhen. Fangen wir an mit den normalen. Fünf Münzen und ein Kokowai. Ja. Ja. Fünf Münzen, eine umgedrehte Karte. Es ist Zito Mega mit Fusionsbrand in Reverse. Wir brauchen, glaube ich, noch welche dafür, ne? Wir haben Chillerbell und fünf Münzen. So, die letzte normale Truhe mit Datignus und 5 Münzen. Schön. So. Und die Super Raritäten-Truhe. Vielleicht bringt es uns diesmal mal ein bisschen mehr Glück. Es sind 20 Münzen. Und es ist Tohaido EX. Tohaido EX mit Jagd- und Schneidezahn. So sehen die Truhen doch gut aus. Hier der Treasure Hunt ist am Start. So, XY Schicksalsschmiede, 36 Booster, auf geht's. Also da werden wir wahrscheinlich auch nicht viele neue haben. Ja, einer. Die anderen kennt ihr alle, da brauchen wir auch nicht lange drum herum reden. Es ist ein Grifeldes. Ja, wir haben ja noch einiges vor uns. Leute, noch einiges. Oh, hier gibt's was Neues. Es ist Knuddeluff. Es ist Sesokitz. Megafänger haben wir hier noch. Und ein Tanatora mit Handblockade und Clownschlitzer. Wenn du eine Stadionkarte im Spiel hast, kann dein Gegner keine Spezialenergie von deiner Hand spielen. Naja, warum nicht? Riolu, Rokara, Finks. Mehrere Finks mit Endivia. Monozyto. Ja, das passt doch. Simsalas Geistesbund. Na komm. Komm! Es ist nochmal Tanatora. Dann müssen wir dieses Set dann auch bald durchhaben. Rokara, Snubbel, Molimorba, Smogon, Juro. Was haben wir hier? Langzeitgedächtnis. Was ist das denn? Das Zilgadi EX, an das diese Karte angelegt ist, kann auch den Angriff auf dieser Karte einsetzen. Du benötigst jedoch die Energien. Alle Zellen brennen. Zwei Kampfenergie, eine Normalenergie. Die Attacke zieht einfach 200. 200, dann brauchen wir noch ein Zigardi X. Und das ist es nicht, es ist Knogger. Ob uns die Truhe jetzt einfach vorneweg alles genommen hat. Flomis, Mogger, Monozyto wieder, Finks, Bronzel. Was haben wir hier? Krakelo. Und es ist ein Amoroso mit Erweckungsstrahl und Rundumangriff. Es ist ziemlich wenig im Moment. Kann ja... Oh, jetzt kommt auf jeden Fall eins. Eins kriegen wir jetzt. Was haben wir hier vorher noch? Team Rockets Machenschaften. Hier haben wir ein normales Zigarre in der Hundeform. Das müsste die 50% sein.
Ich weiß es gerade nicht. Die erste ist... Ach, ein anderes Hokara. Komm, die zweite ist... Ein Relaxo. Mit Herumwälzen und... Verzerrer. Oh, 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 oh. Ich ahne nichts Gutes. Skullig, Picochilla, Finks, Mauzi, Dicta, Fossilen Ausgrabungsset, Kangama, Poplita, Mauzi. Mauzi und es ist Mega Altaria EX. Mega Altaria EX. Vom Typ Fee mit Nebelaktion. 100 plus. Schön. Hab ich schon. Ja. Leider haben wir das schon. Das heißt, es fehlt doch Mega Altaria. Das wäre ja auch mal was. Mega Altaria. Vielleicht hier schon. Bronzong. Serpi Royal. Mit Einrollen und schlitzender Schlag. Eigentlich ein sehr geiles Starter-Pokémon. Nur eine EX-Karte bisher aus dem ganzen Display. Oh, hier haben wir einen Resladero. Okay, interessantes Artwork. Boah, Madame. Das geht eigentlich voll. Ja, doch. Und wieder Amoroso. Wir machen gleich weiter. Finks, Monocytus, Nubbel, Wombol, Vitora, Sanna, Bomadama, Megafänger, die erste umgedrehte, Lugia, mit Erzwinger und Brandverstärker, ist fies gegen die Ex-Pokémon, zieht die Attacke nämlich 120. Ja, und wir haben Altaria EX, da haben wir's doch. Altaria EX und Mega Altaria EX. Machtvoller Vorteil und schimmerner Wind. Das ist vom Typ Normal, Mega ist Typ Fee. Oder gibt es hiervon auch noch ein Typ Fee? So, Smogon, Rokara, Picochilla, Finks, Serpifeu. Boomadame, Bormi, Bormi, Lucario, Niederprügler und Magnumtritt. Eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Schade, dass es nicht mehr so viel Neue gibt. Ich fand dieses Set eigentlich echt super. Davon auch privat einiges, also in physischen Karten. Boomadame ist neu. Und wieder Rokara. Energiehüter Steinkante, schon wieder. Doppelte Farblosenergie kann ich auch alle mit tot schmeißen. Zwei Lavitas. Eigentlich mit einem schicken Artwork. Waghalsiger Sturmangriff. Na, das sieht besser aus. Oder? Ja. Das sieht besser aus. Ja, aber das Riolu zu dem Lucario von eben gerade. Aber wir wollen was ganz anderes. Wir wollen... Na, das nicht. Das nicht. Erst zwei EX, hier schon wieder genau dasselbe. Leute, was ist mit euren Booster Packs los? Verbogener Löffel. Geht eigentlich. Die erste umgedrehte ist ein Lavados. Gibt's auch schon. Komm bitte, 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 bitte. Nein, Lucario. Zum dritten Mal, nur diesmal vom Typ Stahl. Mit Vakuumwelle und Einzelkämpfer. Lucario auch schon, ja. Tja. Sesokitz, Dicta, Monozyto, Bronzel, Vitora. Sanna, Knuddeluff. Ja klar, gleich zwei Knuddeluffs davon. Und drittes Knuddeluff, noch eins. Nein, Aerodactyl. Eigentlich gar nicht mal schlecht. Düsendurchzug zieht 120. Lege ein an das aktive Pokémon deines Gegners angelegte Spezialenergie auf dem Ablagestapel.
Nicht schlecht, ne? 120 kp. Könnte man durchaus in einem, ja, einfach in einem normales oder in einem Flugdeck einbinden. Komm, wir machen hier gleich auf. Mew. Mit Anfangserinnerung und Begegnung. Schade, dass das ziemlich schwach ist. Wo die Anfangserinnerung gar nicht mal so falsch ist. Hier ist doch der Altbernstein von Aerodactyl. Hatte ich zwar schon, aber oh, diese Endspieler, ne? Ich habe schon mal erwähnt. Diese Endspieler. Lucario. Lucario und Zytomega. Hatten wir das nicht gerade schon in der Raritätentruhe? Ich weiß es gerade gar nicht. Mensch, wo sind denn die ganzen EX-Karten? Komm, wenigstens eine jetzt hier. Phoenixes. Okay, gut. Phoenixes ist in Ordnung. Aber schon wieder Relaxo. Alter. Ah, das muss im kommenden Video besser werden. Skullig, Sesokit, Sphinx, Picochella, Lavita. Wieder zwei. Feentropfen. Ist auch gut. Die erste. Schon wieder Lucario. Was auch sonst? Sehr royal. Alter, ist das schlecht. Ey, das geht gar nicht. Verbogener Löffel. Lucario. Weiter. Mensch, da freut man sich irgendwie gar nicht mehr so, ne? Lavados. Lucario. Skullig, Baumball, Bummelow, Snowball. Snowball, Snowball. Oh, egal. So. Ein bisschen mehr Elan zeigen hier. Vielleicht klappt's mit Despota. Dunkler Berg, 150 plus, aber 5 Unlichtenergien. Meine Fresse. Was macht das denn? Lege die obersten zwei Karten deines Decks auf deinen Ablagestab. Dieser angefügt 50 weitere Schadenspunkte für jede Unterstützkarte zu. Ja. Wenn du dieses Pokémon von deiner Hand spielst, um einen deiner Pokémon zu entwickeln, kannst du für jede Preiskarte, die dein Gegner bereits genommen hat, eine... Ah. Ah. Dann ist das gar nicht so schwer, die 5 Unlichtkarten voll zu kriegen. Und eine Spezialkampfenergie. Die finde ich übrigens auch sehr gut. Macht 20 Schadenspunkte mehr. Ja, legt da mal 4 an, ne? Schon mal 80. Oh, Lugia Turbo. Oh. Zerstörungsblitz 150. Nice. Geil. Knogger. Lugia Turbo ist okay. So. Und hier haben wir ein weißes Kyurem. Brennende Eistapfen, Blizzardbrand. So. Ich warte immer noch darauf, dass wir hier den Großteil alles mal aufhaben. Damit wir endlich mal dieses EX und GX Special machen können. Aber wenn das so weitergeht, dass hier einfach keine gescheiten Karten kommen, wird das ein ziemlich knappes Video. Hallo Mew. Schon wieder. 11 Stück haben wir nur noch. Nur noch 11 Schicksalsschüsse. Oh, oh, oh. 3 neue Karten. Was ist das? Kabutops. Ja, man sieht's. Elfhuhn. Ausgrabungsset. Und Ordoch GX. Mit Watschensauger und Wellenreiten. Schön. Haben wir schon. Genauso wie Mega. Aber das war ein Zeichen. Eine neue vor der Umgedrehten. Eine neue vor der Umgedrehten, eine neue und... Zielgarde. Zählt dann... Ach nein, die eine Zielgarde-Karte zählt dann nur für Zielgarde EX. Gab's das auch hier drin oder gab's das nur als Promo-Karte? Da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Oh, Smogmog. Ballonbombe.
und zähe Flüssigkeit. Megafänger, Rotena, Lucario, zum 1000. Mal Bronzong. Ach, ist das Mist. Okay. Vitora, Serpifol, Lavita, Rokara. Was ziemlich gemein ist. Snubbull, Kabuto, verbogener Löffel, Rückentwicklungsspray. Was das macht, keine Ahnung. Also eigentlich sagt es ja schon, was es macht, aber es, ich steige da nicht so ganz durch, was das für einen Sinn haben soll. Knogger. Die letzten 7 glaube ich, ne? So, fassen wir kurz zusammen. Hier ist nochmal das Domfossil als Reverse. Ja, dann Mega Altaria, Altaria, Ordov und was war nochmal in der Realität, wo ich weiß es gerade nicht. Rotom, Energieanziehung und Plasmagie. Ja. Das ist auf jeden Fall neu, immerhin. Immerhin. So. Komm, hier ist noch eine einzige. Oh, Krawumms. Das ist mir neu. Ja, sag ich ja. Was ist das? Kakophonie? Hinterhalt. Und Pantimos. Mimikry und Jongleur. Alter, ich habe mich so gefreut. Noch so viele Booster dazu bekommen. Hab gedacht, komm, Schicksalsschmiede, reißen wir komplett hier alles ab. Und was ist? Einfach mal nichts. 3 EX-Karten. 4 Altaria EX. Nochmal. Machtvoller Vorteil, schimmernder Wind. Wie gehabt, normal 170 KP. Ja, dann haben wir jetzt insgesamt 4. Aus dem kompletten Display. Vielleicht kriegen wir auch 5. Kriegen wir 5? Wir kriegen Phenexis. Rokara, Riolo, Lavita, Jurap, Mozzi. Sind die geordnet? Krakelo, verbrannte Erde. Mew. Neu, weil sie Reverse ist. Naja. Oh, Genesect EX in Fuller. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Modulwechsel und rapide Druckwelle. 100 plus. Sehr schön. Na, ja, immerhin. Jetzt zum Ende. Oh, hier ist nochmal. Simsalas Geistesbund. Kriegen wir endlich auch unser lang ersehntes Mega-Simsala. Oder Simsala, normal. Wir kriegen ein Groink. Ein Groink. So, meine Damen und Herren, das ist das letzte Booster-Pack der Schicksalsschmiedereihe. Ach, komm. Bronzong. Schön. So. Was machen wir im nächsten Video? Dass die ein beiden Videos, da die ja so beschissen waren, die am den letzten oder vorletzten Dienstag und Donnerstag rauskamen, nicht so pralle waren mit dem Hardgold und Protoshock. Ja, so mit den Hardgold Soul Silver entfesselt und XY Protoshock. War ja nicht ganz so pralle. Deswegen würde ich sagen, wir machen einfach im nächsten Video machen wir einfach random ein paar auf. Und zwar, ich würde sagen, alle, die unter 10 sind. Wo wir weniger als 10 haben. Das klingt doch ganz vernünftig. Dann könnten wir nämlich danach ganz normal mit Turbo Fieber, Turbo Start weitermachen. Vielleicht kommt zwischendurch dann nochmal in so eine Mond-Display.
Wir wissen es und wir haben immer noch zwei komplette Evolutionsdisplays, die wir auch noch aufmachen müssen. Kriegen wir hin. Denkt dran, liken, abonnieren, kommentieren, wie ihr wollt. Lasst mal ein paar positive Feedbacks da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein und ciao.